Ich zeige dir, wie die Glute Ham Raise funktioniert. Schauen wir uns das mal an. Grüezi miteinander, Gregory Gemaili von Lebestark hier. Auf diesem Channel reden wir über Motivation, Kraft und Functional Training, wie auch über die Ernährung. Wenn du das erste Mal einschaltest, zieh sie in Betracht, unseren Channel zu abonnieren. Die Glute Ham Raise ist eine der effektivsten Übungen für deine posteriore Muskelkette. Deine rückseitige Muskelkette startet bei den Waden, geht über die Hamstrings, über das Gesäß bis zum Erector Spinae bzw. deinen unteren Rückenmuskeln. Der Vorteil bei einer Glute Ham Raise ist, dass du die gesamte Muskelkette zusammen trainierst, wohingegen bei einer Leg Curl, die du vielleicht schon im Gym gesehen hast, dort trainierst du deine Hamstrings nur isoliert. Du kannst also mit der Glute Ham Raise Disbalancen vermeiden. Zusätzlich wirst du bei einer Squat oder bei einem Deadlift viel, viel kräftiger werden, weil die Glute Ham Raise genau diese wichtigen Muskelketten trainiert, die besonders bei diesen zwei Grundübungen intensiv mitarbeiten. Du installierst dich, indem du deine Füße an die Platte drückst und in die Rollen rein montierst. Dann musst du darauf achten, dass deine Beine nicht zu weit hinten sind, beziehungsweise wenn die Platte zu weit vorne ist, kann es sein, dass du einen erhöhten Druck auf Knie oder auf deinen Oberschenkel hast und dann kann es wehtun. Und deshalb musst du genau diesen Sweet Spot erwischen. Ich habe meine Knie ziemlich weit hinten und wenn ich nach unten komme, spüre ich bei meinen Oberschenkel gar nichts. Und wenn ich ganz unten bin, dann habe ich das Polster der Glute Ham Raise an meinem Rumpf. Wenn es dann losgeht, kannst du entweder in der horizontalen Ebene starten, hier. Dann ziehst du dich mit der Kraft des Gesäßes und deiner Hamstrings nach oben. Und dann wieder nach unten. Duck. Und wieder nach oben. Und wieder nach unten. Oder du kannst noch eine Back Extension mit einbauen, indem du deinen Oberkörper ganz nach unten hängen lässt. Und dann kommt zuerst der untere Rücken. Whoop. Dann kommt das Gesäß. Dann kommen die Hams und die Waden. Bam. Und dann wieder zurück. Ganz nach unten. Dann wieder zuerst untere Rücken. Gesäß, Hamstrings, Waden, Duck. Und wieder zurück. Am Anfang kann es sein, dass du ein bisschen Panik hast, wenn du nach unten kommst, weil du denkst, du fällst aus der Maschine raus, du musst dir aber keine Sorgen machen. Und du hast hier diese Handles, darauf kannst du dich abstützen, wenn du nach unten kommst, damit du dir diese Angst nehmen kannst. Wenn du Anfänger bist, dann empfehle ich dir zuerst einmal mit deinem Powerband zu arbeiten. Du installierst das Powerband hier hinten bei der Glute Ham Raise, machst es fest, dann legst du es um die Schulter bzw. Brust, installierst dich auf der Glute Ham Raise und dann. Was das Powerband macht, ist, wenn du nach unten kommst, unterstützt es dich bei der exzentrischen Phase und wenn du nach oben kommst, unterstützt es dich bei der konzentrischen Phase. Und das kann dir auch ein bisschen die Angst nehmen vor dieser Phase, wenn du nach unten kommst, weil es dich viel stärker unterstützt und du benötigst weniger Power im Rumpf und im Rücken. Hier bin ich eigentlich ganz locker. Das heißt, für Anfänger ist diese Variante bestens geeignet. Nutze das Powerband, installiere es auf der Glute Ham Raise und dann kannst du sie vom ersten Tag an bereits nutzen. Dann, wenn du ein bisschen fortgeschritten bist, dann kannst du mit einem Slam Ball oder mit einem Medizinball oder mit einer Hand, egal was es ist, kannst du die Übung erschweren. Und zwar sieht es dann so aus. Wir installieren uns auf der Glute Ham Raise. Ich habe die Arme gestreckt. Zuerst meinen unteren Rücken strecke ich den Ball nach vorne, ziehe den Ball rein und ziehe mich dann nach oben, komm wieder nach unten, Arme gestreckt und wieder aufsetzen, dann wieder nach oben, unterer Rücken, whoop, reinziehen, Pull-up, duck, strecken und wieder nach unten. So kannst du die Übung ein bisschen erschweren. Der Vorteil mit dem Ball ist, wenn du in die Extension gehst von deinem unteren Rücken, dann hast du den Ball gestreckt. Das heißt, du verlängerst den Lastarm. Dann ziehst du den Ball rein, verkürzt den Lastarm und bei der schwersten Partie dieser Übung, also wenn du dich dann nach oben ziehst, das Gewicht wieder ein bisschen zu reduzieren. Und so kannst du dynamisch arbeiten und das kannst du natürlich auch mit deiner Kurzhantel oder mit deiner Kettlebell. Ich bevorzuge einfach den Ball bei dieser Ausführung. Dann, was du mit deiner Glute Ham Raise auch noch trainieren kannst, ist dein Rumpf. Du kannst dich verkehrt herum installieren, und zwar mit gestreckten Beinen. Kannst du hier
Crunches machen für deinen Rumpf. Hier musst du ein bisschen aufpassen. Ich empfehle dir, dass du in der horizontalen Ebene bleibst. Wenn du wirklich sehr flexibel bist und viel Power hast, kannst du natürlich ein bisschen nach unten gehen. Das musst du aber selbst einschätzen. Wenn du Rückenschmerzen hast, auf jeden Fall nicht. Und gewichtet würde ich auch sehr aufpassen. Wenn du nach oben kommst mit Gewicht, kann das schon bei den Bandscheiben ein bisschen problematisch sein. Aber in der horizontalen Ebene sehe ich eigentlich kein Problem. Und somit kannst du mit der Glute Ham Raise auch deinen Rumpf dynamisch trainieren. Danke dir fürs Einschalten. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann klick auf den Like-Button, abonniere unseren YouTube-Channel und vergiss das Glocken-Icon nicht, damit du über jedes neue Video informiert wirst. Wenn du mehr über Krafttraining, Fitness, Ernährung erfahren möchtest, dann klicke die Playlist hier. Mehr Videos von Lebe Stark findest du hier. Bis zum nächsten Mal. Peace out.